Nintendo 64. Eine Maske. Diese Maske, die kommt näher und ist unheimlich designt. Und der Sound ist viel zu laut. So. Ja, willkommen zu einem neuen mysteriösen Let's Play. Fortsetzung eines anderen Let's Plays, das ich mal hatte. Er lacht komisch. Sieht komisch aus, lacht komisch. Und der Spiel zeigt eine Uhr. Und es ist nämlich The Legend of Zelda Majora's Mask. Ja Leute, willkommen zu einem neuen Spiel von mir, von Nintendo, für euch. Ja, dieses Spiel 2000, direkt zur Jahrtausendwende, kam es raus. Es ist, na gut, ich kenn's nicht, ich kann da nicht viel drüber sagen. Tut mir leid, Leute. Sonst hätte ich euch gerne eine Folge gefaselt damit. Auf jeden Fall sieht schon mal schön aus. Link hat jetzt einen Schultergurt. Hat er in Ocarina of Time ja noch nie. Und, Krone? Und die kennen wir doch. Nee, die kennen wir nicht. Die ist komisch. Okay. Meinetwegen. Aha. Zieh dir was an, bitte. Oder so. Und wir sehen Glocken. Und Link steht oben auf dem Dach. Und kleine Feen. Och, die sehen ja süß aus. Bam, bada, da, 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 Feuer brennt. Ja, dieses Let's Play-Projekt wird mehr blind sein. Ich habe noch nicht meinen ersten Orden, den ersten Tempel gespielt. Tut mir leid, Leute. Aber ich habe auch noch nicht wirklich alle Zeldas gespielt. Aber so als Let's Play ist es gut. Hier sind Testspielstände, weil ich am Anfang versucht habe, Text-Drop-Pack reinzukriegen, was aber nicht so funktionierte, wie ich das wollte. Ja, kann man so sagen. Aber wir machen eine neue Datei. Und da ich mich immer so nenne, nennen wir uns auch in diesem Spiel Link. Weil das ist halt, ich finde es besser. Sagen wir so. Ihr könnt denken, was ihr wollt, aber ich finde es so besser. Bitte warten. Spielstand wird geladen. Jetzt kommt ein bisschen Story. Im Lande Hyrule vernimmt man allenorts eine Legende. Die königliche Familie selbst hütet sie wie einen Schatz. Diese Legende erzählt die Geschichte eines Jungen, wo der Text viel zu schnell verschwindet. Eines Jungen, der das Bösen besiegte, dem Land den Frieden brachte und so in den Herzen der Menschen für immer und ewig seinen Platz fand. Doch eines Tages verließ er das Land, welches ihn selbst zu einer Legende werden ließ. Vorbei waren die Kämpfe, welche selbst die Grenzen der Zeit überschritten. So brach er zu einer neuen Reise auf. Zu einer Reise, die nur ihn betraf und von der keine Menschenseele erfahren sollte. Zu einer Suche nach einem geliebten und wertvollen Freund. Als sein heroisches Schicksal erfüllt war und er seinen Platz inmitten der Legenden einnahm, trennten sich ihre Wege. Ist das Navi? Die da gerade rumgeräuscht hat. Oh, Bäume. Und der berüchtigte Nintendo 64 Nebel. Oh mein Gott. Ich glaube, mein Handy klingelt. Mein Nebel. Link, du darfst nicht auf den Boden fallen. Majora's Maske.
und ein Grafikdrucker. Hehe, das war gut, ihr Feen. Ich frage mich, ob er wohl etwas beim Wert bei sich trägt. Ach, diesen Kerl. Ich kenne ihn. Nun, das sollte mich aber nicht weiter stören. Lebst du noch? Lebst du noch? Bösch! Oh, Krab, der noch lebt. Eine Fee. Ocarina. Oh, was für eine hübsche Ocarina. Hey, Orchid, lass mich auch mal... Ich will sie sehen. Das geht nicht, Teil. Stell dir nur vor, sie fiele dir aus den Händen und würde zerbrechen. Du darfst sie nicht berühren, auf gar keinen Fall. Oh, aber Schwester, warum darf ich denn nicht auch? Ach, ich hab einen Kater. Hä? Was? Ich guck bei Skiff, denn gibt er mir sie bestimmt wieder. Hä? Meine. Ja, und ich hab dich. Nein, Epona. Brauche ich mich immer, wo links sich dran festhält. Das seht ihr, genau jetzt. Niemand hält sich so mit der Hand fest. Ja, man hat es hingekriegt, die Augen zuzumachen. Ja. So, dann sollte jetzt eigentlich unsere Stunde beginnen. Unsere Spielstunde. Oh, Ruckel. Wow! Meine Rubine! Ja, ich wollte übrigens erstmal Herr T. Textures drin haben, aber da dieses, dass der Emulator das irgendwie nicht packt, habe ich mir gedacht, ich lasse es einfach. Weil, ohne Fee. Hui! Dum, 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 dum. Bam, 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 bam. Ja, irgendwie hatte der Emulator sehr Probleme bei Zwischensequenzen. So manche wurde dann einfach nicht gezeigt. Und deswegen, ich will ja euch ja das ganze Spiel zeigen, deswegen konnte ich die Detektion nicht reinmachen. Aber bei Mario klappt das, aber bei Zelda nicht. What the fuck, ein Loch. Warum der jetzt da runtergefallen ist, habe ich noch nie verstanden. Und ganz viele gemalte Bilder. Da sind Soras und Dekus und die Maske und Ocarinas und die Maske und ein Gorone war da auch noch zwischen. Wow, dumm. Aua. Hä? Loch. What the fuck? Was ist bloß mit deinem elendlichen Esel los? Er gehört keinem meiner Befehle. So ein blödes Vieh bringt keinen Nutzen. Ich habe dir die Börse genommen, es loszuwerden. Oh, boho. Warum das traurige Gesicht? Ich dachte mir, ich könnte ein bisschen mit dir spielen. Oh, komm schon. Glaubst du etwa, du könntest in dieser Form gegen mich antreten, du Narr? Was? Nein, was ist mit mir los? Hä? Ich glaube, ich bin besoffen. Jetzt träume ich auch noch. Hä? Was war das? Sind das... Das sind... Dekus? Ich hab nie einen... Ich weiß nie, wie die heißen, die Teile. Ich denke über Dekus. Ich glaube, das sind so Dekus. Ja. Wow, nein! Mein Traum, mein Kopf brummt und ich muss wegrennen.
Und jetzt kommt auch noch ein Riesenvieh, Mann. Wieso träume ich denn nur so scheiße? Hä? Konk hätte mir nie dieses Alkohol anbieten sollen. Nein. Nein, 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 nein. Hehe, dieses Gesicht steht dir viel besser. Du bleibst nur hier und musst für immer so aussehen. Ja, lach du dich schlapp, ey. Das sieht du mal so aus. Das Leben eines Dekus ist schwer. Man wird von Feen gedisst. Ja, man wird von Feen gedisst als Deku, das ist nicht so gut. Schwester, die Tür geht einem plötzlich vor der Nase zu. Nein, 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 nein. Durch da, ich will durch da. Hey, hey, Kid, warte auf mich, ich bin noch hier. Tail, du kannst ohne mich nicht fort. Du, nein, 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 nein. Du. Wenn du nicht wärst, dann wäre ich nicht von meinen Brüdern getrennt worden, Bruder. Nun sitzt nicht hier nicht rum, dicke Junge, tu etwas. Was starrst du mich so an? Habe ich etwas im Gesicht? Hör auf, mich anzustarren. Öffne lieber diese verflixt böse Tür. Bitte, komm schon, ein hilfloses kleines Mädchen, bitte dich. Also beeil dich gefälligst. Das plötzlich eine ganz andere Stimme. Oh, Teil, ich hoffe nur, dass du den Kleinen nicht zustürzt. Okay, meinetwegen. Und hier, jetzt haut das Rass nämlich ab. Oder doch nicht? Splash, doch, jetzt haut es ab. Es will nämlich nicht von uns gekillt werden. Aber wir kriegen es trotzdem hin, dass wir das killen. Wuhu, wuhu, wuhu. So. Wuhu, wuhu. So, öffnen. Öffne sich, du Türe. Meine Mutter liest Lektüren. Hey, warte auf mich. Lass mich nicht zurück. Also, was davon geschehen ist, ich entschuldige mich. Also, nimm mich bitte mit. Du willst doch mehr über dieses Hogwarts erfahren, oder? Nun, vielleicht weiß ich ja, wo es sich aufhalten könnte. Nimm mich mit und ich helfe dir bei der Ansuche. Abgemacht? Bitte. Gut gemacht. Dann ist es abgemacht. Ich werde aber nur so lange bei dir bleiben, bis wir das Horrorkit gefunden haben. Mein Name ist Taya, also nett dich kennenzulernen oder auch nicht. Nachdem wir das nun abgeklärt haben, können wir uns nun endlich in Bewegung setzen. Wenn ich auf etwas zufliege, drücke C-Button hoch und ich gebe dir wichtige Informationen. Hoffentlich kommst du bis dahin klar. Mann, ist das heute ein mieser Tag, ey. Ich hätte nie saufen sollen. Das ist hier unmöglich. So, nicht mehr als... Ist hier irgendwo eine Truhe? Nee, da ist nur Gras. Damit ich nicht nur untätig hier runtergegangen bin, will ich wenigstens das Zeug haben. Gib mir das Zeug. Wuhu und wuhu. So Leute, eigentlich will ich den Part hier beenden. War schön mit euch wieder mal. Ihr seid echt ein cooles Publikum, das muss ich jedes Mal wieder sagen. Ihr seid echt die Besten. Ich glaube, ich nehme den nächsten Part auch hinterher auf, gleich hier nach. Weil es ist einfach viel schlauer, da ich noch keinen Speicherpunkt hatte. Leute, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Majora's Mask. Bis dann, Leute. Was denn?